Wir schauen uns heute eines der Boombranchen für dieses und vermutlich auch die nächsten Jahre an, die Solarindustrie. Warum das so ist, wie die Wertschöpfungskette aussieht, welche aktuellen politischen Dynamiken es gibt und welche Risiken man vielleicht beachten sollte, das schauen wir uns in dem heutigen Video an, um am Ende dann analysieren zu können, welches die interessanten Aktien sind. Wenn euch das interessiert, viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lennart und auf meinem Kanal stelle ich euch regelmäßig Aktien vor, in die ich selbst investiert bin oder über mein investierbares Wikifolio, was eine Art aktiv gemanagter Fonds ist. Heute möchte ich einmal ganz grundsätzlich die Solarindustrie vorstellen, um dann später auf die ganzen Einzelwerte einzugehen. Aber ich denke, es ist wichtig, erstmal die Industrie zu verstehen und welche Treiber es innerhalb der Industrie geht. Und dann kann man mit diesem Wissen besser darüber sprechen, welche Aktien aus welchem jeweiligen Grund dann gerade besonders interessant sind. Und zurzeit ist diese Industrie oder Branche in aller Munde. Ich denke, die Solarindustrie gehört zu den derzeit am stärksten wachsenden Branchen. Hier sollten sich also einige Chancen auftun. Es lohnt sich also zu suchen. Schaut man sich die Wachstumszahlen an, so sieht man, dass wir bereits im vergangenen Jahr 2022 mit knapp 40% sehr stark gewachsen sind. Und hier seht ihr die PV-Installation weltweit in Gigawatt. Und in 2023, also das aktuelle Jahr, wird ein Wachstum von über 50% erwartet. Und dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund. Ich denke, den meisten ist klar, dass wir die Welt dekarbonisieren müssen, also weg von Öl und Gas und hin zu erneuerbaren Energien. Und wenn man sich die Stromgestehungskosten anguckt, also was kostet uns die Erzeugung von Strom aus der jeweiligen Energiequelle, dann sieht man hier in einer Grafik vom Fraunhofer Institut, dass wir im Bereich Photovoltaik bereits auf einem sehr niedrigen Level sind und wir die anderen Energiequellen deutlich schlagen. Es ist also günstiger, Strom aus einer Photovoltaikzelle zu machen, als aus Steinkohle, Braunkohle oder sonstigen Energieträgern. Kostenseitig kann nur Onshore-Wind mithalten, aber da ist den meisten wahrscheinlich bekannt, dass es eben auch einige Probleme gibt, weil ein Windrad nun mal nicht überall stehen kann. Könnte man natürlich einwerfen, dass 50% Wachstum ja schon recht viel ist und man das nicht lange aufrechterhalten kann. Dafür sollte man sich einfach mal angucken, wie groß der Anteil derzeit von erneuerbaren Energien ist. Und hier dazu eine schöne Grafik über 200 Jahre Primärenergieverbrauch. Man sieht den ursprünglich sehr hohen Anteil an traditioneller Biomasse, also Holz, dann der Industrialisierung, die den Verbrauch von Kohle stark vorangetrieben hat, dann den Anstieg von Öl, der immer weiter vorangetrieben wurde, unter anderem durch den Bau von Pipelines und nun eben die stärkere Sensibilisierung für das Bewusstsein der CO2-Emissionen und der Notwendigkeit, die Energieversorgung hier zu verändern. Und man sieht, wir sind heute gerade mal bei einem Anteil von 17% aus erneuerbaren Energiequellen. Es zeigt sich also, dass wir noch auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Es zeigt sich aber natürlich auch, dass der Wechsel zwischen den Energieträgern einen relativ langen Zeitraum in Anspruch nimmt. Als nächstes schauen wir uns die Wertschöpfungskette an, denn wenn wir am Ende Unternehmen miteinander vergleichen wollen, müssen wir natürlich auch einordnen, in welcher Stufe der Wertschöpfungskette diese aktiv sind, weil damit ganz andere Margen verbunden sind und wir nur Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen vergleichen sollten. Hier das Ganze mal schematisch dargestellt. Alles beginnt mit dem Hauptrohstoff, dem Polysilizium. Aus dem Polysilizium werden dann Wafer hergestellt und aus den Wafern dann wiederum Solarzellen. Aus den Zellen werden dann Module oder Paneele gefertigt und diese müssen natürlich dann schlussendlich noch auf dem Dach montiert werden, wenn es eine Aufdachanlage ist oder eben an einem großen Park oder Kraftwerk zusammengefahren werden. Nicht zu vergessen natürlich auch der Batteriespeicher, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn auch hier sieht man ein Wachstum von über 50% im vergangenen Jahr. Und das bezieht sich sowohl auf die hier dargestellten Heimspeicher als auch auf Gewerbespeicher. Und nun die Frage, wo diese verschiedenen Wertschöpfungsschritte durchgeführt werden. Die meisten wissen schon, dass da eine sehr große Abhängigkeit von China besteht und wir die in Deutschland mal ansässige Solarindustrie ja leider heruntergewirtschaftet haben, beziehungsweise diese nicht weiter gefördert wurde. Hier einmal dargestellt, wie groß die Abhängigkeit tatsächlich von China in diesem Bereich ist. Wir sehen, dass in allen Wertschöpfungsstufen die Abhängigkeit bei China bei mindestens 74% liegt. Beim Polysilizium sind wir bei fast 80%, bei den Wafern sind wir bei fast 100%.
Bei den Zellen sind wir bei 85% und auch da ist der Rest dann hauptsächlich in Asien. Und bei den Modulen sind wir dann bei fast 75, also 3/4 aller weltweit produzierten Module kommen aus China. Dann natürlich die wichtige Frage, wo gehen die ganzen Module hin? Wir haben jetzt gelernt, sie kommen im Prinzip ausschließlich aus China, aber wer verbraucht sie denn am Ende und installiert sie? Auch dafür habe ich eine Grafik mitgebracht. Und hier seht ihr den Installationsbedarf nach Hauptregionen. Also man sieht einmal oben Asien, Pazifik mit dem Abstand größten Teil. China macht 150 Gigawatt fast aus. Der nächstgrößere Teil ist dann die USA mit 40 Gigawatt und dann Indien mit 17. Dann kommt Brasilien und dann kommt auch schon Deutschland mit 11,8 Gigawatt. Und rechts in der Spalte seht ihr noch das Wachstum zum Vorjahr. Auch da sieht man großes Wachstum in den USA mit 100%, 73%. In China, das sind die beiden großen Wachstumstreiber. In Deutschland geht man hier von 12% aus. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das noch konservativ ist, denn ansonsten sind auch hier Indien und Brasilien stark am Wachsen. Neben Deutschland ist vor allem noch der spanische Markt relevant in Europa. Das sollte auch keine allzu große Überraschung sein, da die auch einfach mehr Sonne haben als wir. Und weil das so ist, kann man ein Investment in Solarfirmen kaum von Politik und dem Umgang mit China thematisch trennen, weil der Einfluss einfach riesig ist. Und es ist politisch ein sehr dynamisches Feld. Denn wir haben zum einen die USA als relevanten Markt und dort gibt es auch Handelsbeschränkungen. Das heißt, man kann Module nicht direkt aus China importieren, sondern muss sie über andere asiatische Länder importieren, weil es hier eben diese Handelsbeschränkung in den USA gibt. Und die USA versuchen gerade die Abhängigkeit von China zu reduzieren, unter anderem mit dem Inflation Reduction Act, dem IRA. Damit soll die lokale Produktion gestärkt werden und mit Förderprogrammen die Firmen dazu bewegt werden, in den Vereinigten Staaten die Produktion aufzusetzen. China gleichzeitig versucht nun, die Ausfuhr von den Anlagen zur Herstellung von Modulen und Wafern aus China in andere Länder zu beschränken. Und Europa wiederum versucht nun mit dem europäischen Industrial Plan auch die Solarindustrie wiederzuerwecken. Wir haben also einerseits viele positive Effekte, weil wir diese staatlichen Förderprogramme unterschiedlichster Form haben. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch als Risiko und Damoklesschwert diesen ganz grundsätzlich großen Einfluss von der Politik auf die Industrie. Aus der deutschen Perspektive sieht man also, wir müssen aktiv werden. Wir haben einen deutlich höheren Bedarf, als wir eigene Kapazitäten haben, weil wir eben das Material, also die Zellenmodule, aus China hauptsächlich importieren müssen. Es gibt aber deutlichen Fortschritt in Deutschland. Zum einen gibt es die Förderung, dass man keine Mehrwertsteuer mehr auf die privaten Aufdachanlagen bezahlt und es gibt auch größere Projekte. Hier mal ein anderthalbminütiges Video von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu, der in der Lausitz zu Besuch war und sich dort angeguckt hat, wie man aus ehemaligen Kohlewerken jetzt Flächen machen kann, die für die Stromversorgung oder Energieversorgung mit Erneuerbaren genutzt werden kann. Was wir gesehen haben, was ich erlebt habe in der Lausitz, war Aufbruch. Enorm viel Aufbruch. Und jetzt hier stehe ich, das ist ja auch schwer zu sehen, an einem großen Wind- und Solarpark mit den Anlagen, die hier schon in den 90er Jahren gebaut und dann repowered wurden im Hintergrund und den Paneelen, die im letzten Jahr hier errichtet wurden. Das Besondere ist, und das kann man nicht sehen, worauf ich stehe, ist eine ehemalige Braunkohle-Aushubhalde. Hier war ein tiefes, tiefes Loch in der Erde, weil hier die Braunkohle geschöpft wurde für die Braunkohleverstromung früher in der DDR. Das ist aufgefüllt worden und jetzt entsteht hier die erneuerbare Energie. Wir haben ein Referenzkraftwerk Lausitz gesehen, wo gezeigt wird, wie die Grundlastfähigkeit, also die dauerhafte Versorgung mit Energie, allein auf erneuerbarer Basis in Zukunft entstehen wird. Wind und Sonne produzieren Energie. Diese Energie wird entweder ins Netz eingespeist oder in Wasserstoff verwandelt. Und wenn es dann eine Flaute gibt oder eine Dunkelflaute gibt, wird es wieder ausgespeist. Ein super innovatives Projekt, das dann hoffentlich bald realisiert und bald noch größer skaliert wird. Beim Besuch der LEAG, also des großen Braunkohlestromkonzerns hier in der Lausitz, habe ich viele Gespräche geführt, mit den Mitarbeitern geredet, mit der Geschäftsführung geredet.
über den Kohleausstieg reden wir noch ein bisschen länger, aber die LEAG investiert in Wasserstoffkraftwerke und die Kraftwerke befinden sich schon im Genehmigungsprozess. Also da ist ganz viel Zukunft, ganz viel Dynamik, ganz viel Aufbruch nach vorne. Es tut sich was, es muss sich aber auch etwas tun, damit wir den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben können. Jetzt ist die Frage, was sind so die Nachteile oder Risiken, wenn man über Investments in der Solarindustrie nachdenkt? Und da gibt es ein paar Punkte. Einen haben wir ja schon angesprochen, das ist das grundsätzliche Thema China. Möchte man in chinesische Unternehmen investieren? Manche schließen das ja direkt aus. Dann hat man als Sonderthema auch noch, dass das Polysilizium in großen Teilen in China aus dem Uigurengebiet kommt. Das heißt, auch hier hat man die potenzielle Gefahr, dass das mit Zwangsarbeit gewonnen wird. Und der nächste Punkt ist, grundsätzlich sind wir hier eher in einem Commodity-Bereich. Also es ist technologisch jetzt nicht allzu schwierig, Solarmodule zu produzieren. Das heißt, es gibt einen hohen Preisdruck. Das heißt, auch die Margen sind grundsätzlich erstmal nicht besonders hoch in dieser Industrie. Und der dritte Punkt, den man hier anführen kann, ist die Ökobilanz. Was macht man mit den Modulen, wenn diese out of life sind? Wie können diese recycelt werden? Was macht man mit den Materialien? Stand jetzt ist man noch nicht in der Lage, diese vollständig zu recyceln, aber der technologische Fortschritt geht da doch recht schnell voran. Und nicht zu vergessen, auch bereits erwähnt, die ganze politische Dimension. Hier gibt es einfach einen sehr hohen Einfluss. Wenn Subventionen gekürzt oder ausgebaut werden, dann können hier Kurse von Aktien relativ schnell springen. Wir haben also einen boomenden Markt, bei dem es aber einige Punkte zu bedenken gibt. Und jetzt schauen wir einmal, welche Unternehmen es denn in dieser Industrie überhaupt gibt. Und das Ganze sieht man einmal hier dargestellt. Links die Polysilizium-Hersteller Darko New Energy. Auch eine Wacker Chemie hat mittlerweile einen hohen Polyanteil. Eine Elkem und rechts daneben die GCL, die auch Wafer herstellen. Dann die tatsächlichen Modulhersteller, einmal aus den USA, eine First Solar, die vor kurzem von mir auch erwähnte Meyer Burger aus der Schweiz mit Produktionsanlagen in Deutschland. Dann die beiden großen chinesischen Hersteller Jinko und Canadian Solar, aus den USA eine Maxeon und aus Schweden die Midsommar. Und dann auf der rechten Seite haben wir die Mikrowechselrichter und auch Batteriehersteller. Das sind dann einmal Enphase Energy, Solar Edge und SMA Solar. Diese habe ich auch schon mal in einem separaten Video vorgestellt, das ich euch oben in der Infokarte verlinken werde. So viel also zum ersten Teil und der Vorstellung der Solarbranche. Wenn ihr Kommentare, Fragen, Anmerkungen habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und lasst mir gerne auch ein Like für das Video und meine Mühen da. Und wenn ihr das nächste Video sehen wollt und nicht verpassen wollt, und bei dem werde ich dann eben auf die einzelnen Aktien zu sprechen kommen und diese untereinander vergleichen in dem jeweiligen Wertschöpfungsabschnitt. Also nur die Polysiliziumförderer untereinander, die Wechselrichterhersteller untereinander und die Modulhersteller untereinander. Dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit und fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann bei dem nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut und ciao.